Herzlich willkommen zu einem Part von Payday Derby Rückblick. Wir blicken heute wieder aufs Derby zurück. Alle drei Gemeinschaften, alle drei Farmen. Und es ist schon was Geiles hier im Anmarsch. Erstmal das geile Schiff-Event. Übrigens, der nächste Stream ist Mittwoch. Ich habe nämlich gestern und heute nämlich nicht so viel Zeit. Was auch mit einem kleinen Unfall zusammenhängt, der am Sonntag war. Oh, mein Gesicht sieht ein bisschen demoliert aus. Erzähle ich euch Mittwoch im Stream. So. Sollte aber Mittwoch wieder weg sein, also ist jetzt nicht so schlimm. Erzähl ich euch Mittwoch. Okay, Schiff-Event. Und, was ich gesehen habe, Samstag. Lieferwagen Erfahrungspunkte. Also, es wird zwar kein 12-Stunden-Stream, aber wir werden Samstag auf jeden Fall reinhauen, was das Zeug hält, um Lieferwagen abzuschicken. Das wird wieder geil. Samstag wird wieder geil, Leute. Samstag auf jeden Fall einschalten. Samstag definitiv Stream, 100%ig. Und ja, nächste Woche auch wieder Blütenderby, also ab heute. Was das heißt, erzähle ich euch auch sofort, wenn wir bei der ersten Gemeinschaft sind. Okay, leider abgestiegen, das war abzusehen. Jetzt haben einfach zu viele das Derby versaut. Leider, leider, muss ich sagen. Ja, was will man dazu sagen? Ich weiß nicht warum, aber irgendwie haben mir zu viele das Server. Ich weiß nicht wie viele, es waren 7, 8 Leute oder was auch immer. Also es war schon richtig heftig. Also ich glaube, das war das schlechteste Derby der dritten seit einem Jahr oder so. Also dieses Derby, das war sehr, sehr schlecht. Also wirklich. Nicht von denen, die mitgemacht haben. Auf dem Blütenderby, wie gesagt, gehe ich in 5 Minuten ungefähr ein. Sondern einfach von denen, die einfach verkackt haben. Und Kinga ist gegangen in die zweite. Genau. So. Einmal Kai, der war entschuldigt. Leon war auch entschuldigt. Er hat noch die 1-4 geschafft. Die Vogelscheufer haben 1-5. 30 Punkte mehr. Paula. Erinnert mich an eine Kollegin. Die heißt Paulina, wird immer Paula genannt. Ja, okay. So, ich dann 1-6-57. Malte 1-6-64. Crazy Farm 1-2-22. Greenboy 2000. Autoanlage fast 2-5. Ole. Kurz im E. 2642. Der Omen 80 Punkte mehr. Der Donut 2824. Und der Dude hat 2863. Also von denen, die wir gemacht haben, eigentlich ganz so gutes Derby. Aber wie gesagt, da waren halt richtig viele Nuller dabei und welche, die es gar nicht gepackt haben. Also schon einige, die halt gekickt werden mussten. Sehr schade, sehr schade. Oh, Spendenliste. Nicht Schminkliste, Spendenliste. Gucken wir uns auch mal kurz an. Ist aber hier eigentlich auch immer alles ganz in Ordnung. Ich weiß ja nicht, wie es bei denen war, die jetzt gekickt wurden. Vielleicht hatten die richtig viele Beten drin gehabt. Kann ich mir allerdings nicht vorstellen, weil auch wenn man das Derby nicht schafft, sind die meisten eigentlich immer ganz solide, was Spenden angeht. Also ich habe noch nie eine richtig scheiß Spendenliste von den drei Gemeinschaften gesehen. Also bisher war eigentlich immer alles tutti. Okay, das ist eigentlich nur für meinen ersten Platz interessant, weil hier will ich ja alles, was ein Ausrufezeichen hat, haben. Auch wenn sowas Pinkes einfach scheiße aussieht, aber egal. Ja, ich würde dann, wenn irgendwas kacke aussieht, einfach das andere Design zurückkaufen. Das ist eigentlich am einfachsten. So, ich mache mal kurz das Bild schwarz, um die Farben zu wechseln. Ich bin heute mal faul. Und es hängt. Toll. Okay, jetzt geht's. Einfach nochmal schließen und dann nochmal öffnen. So muss das sein. Heyday. Heyday. Und wir haben die zweite abgeschnitten. Auf jeden Fall Klassenhalt. Die zweite war richtig gut, Leute. Ich glaube, die war fünfter oder so. Okay, zehnter. Ich meine, die war am Anfang richtig gut dabei gewesen. Aber okay, zehnter ist auf jeden Fall in Ordnung. Passt. Man muss nicht immer einen Pokal holen. Macht die erste ja auch nicht, also. Alles in Ordnung. Auf jeden Fall 10. Platz. Klopfenhalt ist immer nice. Der hat eigentlich scheiß Schübe, aber ich werde trotzdem Puzzleteil holen. Boah, was sind das denn für Kackdinger? Ich habe einfach zwei. Goldene Sticker. 2074. Ein besseres Ergebnis geht raus, aber ich glaube, das war ein 400er Derby vor 4 Wochen. Bin mir nicht ganz sicher, also gehen wir gleich bei der ersten. Immer noch Top 70.000. Passt. Wie sieht's hier aus? Moment, ist jetzt Kinga hier drin? Hat sie mir geschrieben? Nur Kinga ist nicht hier drin. Ja gut, vielleicht ist auch woanders hingegangen. Kinga wollte auf jeden Fall wechseln. Oh, was mache ich denn hier?
wollte mal was anderes sehen. Aber die ist ja noch, auch noch in der ersten drin, also es ist ja nur ihr sogenannter Zweit-Account. Also alles gut. Mia mit 10 Aufgaben 1,8. Also Mia hat richtig gekämpft, um die 1,8 zu bekommen. Auf jeden Fall noch geschafft. Gute Leistung, Mia. Hast auf jeden Fall noch 10. gemacht. Finde ich gut. Tino 1,8,48. Idili 7 Punkte mehr. Die Bayern 1 Punkt mehr. Super Beach 5 Punkte mehr. Super Beach war auch entschuldigt eigentlich, aber hat es dann doch noch geschafft. HeyTube 1,47. Hulapaloo hat zu 2,13. Happy Farm 2,78. Ich 2,3,72. Der Kilian 2,505. Farm von Antonella 2,77. Der Felix hat die 2,8. Baby Broccoli 39 Punkte mehr. Die Mother Farm hat 34 Punkte mehr. Sarah 2,880. Martin und die Caroline machen einfach volle Punktzahl mit 10 von 10 Aufgaben und 3200 Top-Leistung mal wieder. Also die Martin und Caroline gehen immer richtig ab im Derby. Finde ich auch sehr gut. Sehr schön. In der zweiten ist ein bisschen Kohleiter-Probleme. Weil die drin sind, werden das wissen. Also Hulapalu ist krank. Bayern ist auch krank. Und ja, Laura hat ein bisschen mit der Schule Probleme. Also einiges an ein Problem. Weiß nicht genau. Also ich muss auf jeden Fall da ein bisschen umstrukturieren. Was das angeht, ob ich noch welche dazu mache oder ob ich wem den Titel klaue, muss ich gucken. Ich bin auf jeden Fall dran. Und also nicht, falls ihr in der zweiten seid. Dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, falls ihr in die zweite gehen wollt, dann wisst ihr auch schon Bescheid. Ich bin auf jeden Fall dran. Erst war das Problem ja in der dritten mit den Go-Leitern. Und jetzt ist es in der zweiten. Also in der ersten ist das eher weniger der Fall. Da kriegt man nicht richtig schnell mal Go-Leiter. Also sind auch, weil die erste kann man ja mit den. Mit der zweiten und dritten nicht vergleichen, weil die erste gibt es ja schon viel, viel länger als die anderen beiden. Ja, das sieht doch gut aus, die Spendenliste. Sieht doch top aus. Okay. Das Einzelergebnisse. Maggie. Okay, das haben wir eigentlich auch alles schon gesehen. Bah. Schwarz ist ja richtig scheiße. Nachthimmel. Geh weg mit Nachthimmel, ey. Ich will Sonne. Sonne. Obwohl nachts ist eigentlich auch immer am coolsten, finde ich. Ist aber auch Geschmackssache. Da wären wir. Ba, 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 ba. Derby. Hier waren wir auch sehr gut, aber ich glaube, Dritter sind wir, glaube ich, geworden. Ich gucke hier meistens nie drauf, weil ich immer so ein bisschen blind sein möchte für Derby-Rückblicke. Und ja, dritter Platz, Hauptsache eine Trophäe. Bei der ersten ist es, finde ich, immer wichtig, dass auf jeden Fall eine Trophäe daherkommt und dritter Platz ist einfach geil. Also, erster Platz ist manchmal gar nicht möglich, weil man nur so gegen so Diamantenspieler kämpft. Das ist dann unmachbar eigentlich. Hier zwei Kisten, ist egal. Ich hab ja noch Schübe mit drei Kisten. Soll ich mir Diamanten noch mal schrauben? Hier mal schrauben. Ich warte hier noch auf ein Angebot, also 26 Diamanten. Ob irgendein Angebot werde ich mir holen. Ja, ich glaube, es war 400er Derby vor 4 Wochen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, weil hier vor 2 Wochen war auf jeden Fall eins. Ah, ich glaube nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube nicht. Top 25.000. Auf jeden Fall in Ordnung. Ich lese hier mal Pikulente. Ich weiß nicht, irgendwo erkenne ich so ein Pikulente. Ich weiß gar nicht, woher. Oh, 242. Hier sind drei Leute drin, die höher sind als ich. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Nochmal höher als ich. Das ist schon krass. Vor allem der ist fast. Der ist mehr als 50 Level über mir. Alter. Das ist. Das ist richtig krass. Naja, ich hau auch rein mit dem. Mit Leveln und so. So, Peter. Oh, eben die 2,5. Ich musste auch zwei Leute aus der ersten Mal rausschmeißen sogar. Fatima und. Oh, ich und Namengedächtnis. Das war heute Morgen ganz früh. Ich hab's. Oh, ich weiß gerade nicht, Fatima und. Oh, ich weiß gerade nicht mehr. Auf jeden Fall sind die beiden jetzt raus. Das heißt, zwei Plätze sind frei. Mir hat auch keiner geschrieben. Also, ja. Schade. Haben beide auf jeden Fall gut, aber. Musste ich leider machen. Oh, Pongi. Pongi, ja. Pongi 2756. Carlos 7 Punkte mehr. Steffen 13 Punkte mehr. Mike 4 Punkte mehr. Fanny 2814. Vinci. Oh, ich hab Winzi gesagt. Okay, Winky, 28, man will sich übertreiben heute. Winky, 2,35, Lolli, 5 Punkte mehr. Und ich habe noch die Mützenaufgabe verkackt. Boah, ich hätte die eigentlich geschafft, aber Peter, nee, nicht Peter, Sonntag,
die Aufgabe, die war eigentlich um 11 Uhr fertig, aber ich habe mich dann hingelegt, habe mich voll eingeratzt, bin um 1 Uhr oder so aufgewacht und habe dann gemerkt, scheiße, die kacke Aufgabe. Ich hätte definitiv nicht die Mützenaufgabe nehmen sollen, die nehme ich auch nie wieder. Ja, deswegen 2850. Marika, 8 Punkte mehr als ich. Maggie, 2867. Der Jonas hat 1 Punkt mehr als Maggie. Linus, 3123. Janni, 3174. Tanja, 2 Punkte mehr. Und die 3200er sind Yannick, Winfried, Dominik, Daniel und Margit. Mega nice. Wieder gutes Derby von der ersten. Wie gewohnt. Finde ich sehr schön. Also ist nicht selbstverständlich. Sehr gutes Derby. Geht's beim Spenden aus? 20. Joa. Daniel geht wieder ab hier. Janni, Dominik, leider meistens. Also es sind eigentlich viele Jan, wie gesagt, Winfried, Jan. Eigentlich viele, die spenden. Also eigentlich spendet hier jeder. Also es kommt immer darauf an, was. Also deswegen ist es immer unterschiedlich verteilt. Aber eigentlich spendet hier jeder. Was in der zweiten und dritten auch der Fall ist. Da spenden. Aber in der zweiten und dritten ist mehr so, oh, wenn einer was braucht, dann gibt man es ihm so, anstatt dass er bittet. Ich weiß nicht warum. Vielleicht kennen viele die Funktion nicht, aber viele fragen dann so danach. Hol ich mir einfach einen Lutscher. Muss auch mal sein. Und der Jonas ist on. So. Das können wir uns schon mal holen hier. Das hat auf jeden Fall schon mal einen Stern. Hier ein Ausrufezeichen. Jetzt da schon mal was Neues. Hier hat gar nichts irgendwas. Ich finde das doch übrigens scheiße, was jetzt da ist. Und mehr kann ich mir auch nicht holen, weil ich habe keine Diamanten mehr. Ja, 10 Diamanten muss ich auf jeden Fall übrig behalten. Okay, hier habe ich jetzt kein Ausrufezeichen leider. Ja, aber das habe ich schon, das Design. Bisschen blöd. Grün sieht auch cool aus. Vielleicht hol ich mir das. Ach nee, ich lasse erstmal so. Hier auch nur eins leider, aber das dachte sieht scheiße aus. Da werde ich mir auf jeden Fall holen, dann werde ich wieder umbauen. Weil das Dach mag ich auf jeden Fall nicht. Sammelbuch. So, also ne, ich will mal kurz das Designbuch gucken, wo das, aus welchem Ding das war. Achso, hier aus Blau. Oh, was ist denn Blau, Alter? Was für ein Blau? Okay, welches Dach nehmen wir uns denn? Das Grüne, das Holzdach, nö. Schwarz. Eigentlich können wir uns das nochmal wiederholen, ne? Aus da. Oder das Braun, das ist auch ganz billig. Ach komm, nehmen wir das hier, das hatten wir ja gerade. Ja, und dann müssen wir halt noch auf die nächste Mal Maggie warten. Wie sieht es denn aus mit meinem Designbuch? Ich habe erst seit einer Woche angefangen. Warum habe ich das nicht mehr? Ach so, weiß ich nicht. Ach so, das ist ja blöd. Ah, das habe ich doch, das Holzdach. Moment, dann nehmen wir das. Ne, braunes. Schon schwarzes, ne? Ist ja nicht schwarzes. Ja, okay, habe ich doch nicht. Boah, ist ja mies, ist doch kacke, ob schwarz oder braunes, ey. Die sind mal pingelig. Hausfassade. Ich glaube, das habe ich aber. Das war rustikal. Achso. Rustikal und Schwarzmetall. Das müsst ihr aber haben, ja. Ne, das Stall. Oder mit dem Weg. Mit irgendeinem Weg war das. Habe ich das schon mal gesehen gehabt? Gästehaus. Scheune. Hä? Wo war das denn? Ah, da ist es. Okay, habe ich auch noch nicht. Hier habe ich aber, glaube ich, rustikal. Niedlich. Ich möchte rustikal hier. Richtig blöd, dass man gucken muss, ey. Ja, das Kupferding habe ich auf jeden Fall. Aber wo ist hier rustikal? Ist gar nicht gesehen. Ist ja mega scheiße. Ah, da. Okay. Okay, habe ich noch nicht. Alles klar. Okay, ja, nächstes Mal Blumen Derby. Für alle, die das nicht kennen, Blumen Derby. Man kann.
eine Aufgabe, die man schon abgeschlossen hat, öfters benutzen, aber man kann nur eine Aufgabe jetzt einmal benutzen. Ja, und die kann halt jeder aus der Gemeinschaft machen. Aus dem 400er Derby. Wie gesagt, die kennst du Derby-Tafel zurück. Und die geben auch mehr Punkte, wenn man die dann nochmal abschließt. Und der Timer für die Aufgabe, der gilt für alle Spieler. Das heißt, 3 Tage hat man, glaube ich, für alle Aufgaben Zeit. Und ja, wenn in der Zeit sonst man halt mit Derby fertig werden, weil sonst geben die wieder weniger Punkte. Dann macht die Gemeinschaft insgesamt weniger. Deswegen sollte man schon schnell damit sein. Okay, damit warte ich noch. Lieber Diamant, dann möchte ich mich behalten. Ja, hier muss ich leider ablehnen. Einen Platz brauche ich ja für die Spenden. Okay, das war's schon. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Bleibt fit, haut rein und ciao.